Hallo meine lieben Zuseherinnen und Zuseher und herzlich willkommen zurück bei Ori and the Blind Forest. In der letzten Folge hat Ori leider Gottes immer wieder den Tod erleben müssen und ich, kleiner Napfkuchen, habe nicht oft genug gespeichert, um den Fortschritt, den wir erreicht haben, in vollen Zügen genießen zu können. Och Mist, und wir haben keine Energie. Das ändern wir gleich mal. Ich möchte wissen, was da drin ist. Erfahrung. Und Erfahrung ist es, was wir benötigen, um diese abenteuerliche Mission erfüllen zu können. Wer ist es, der uns hier immer beobachtet? Früher oder später werden wir wahrscheinlich herausfinden, wer die mysteriöse Gestalt ist, die im Vordergrund immer zusieht. Ich hoffe nur... Autsch. Ich hoffe... Oh, oh, wow! Dass diese Figur auf unserer Seite ist. Vorsicht. Denn wenn wir eins in dieser schweren Zeit brauchen können, dann sind es Freunde. Spiel gespeichert. Och Mist. Oh. Wow. Kommen wir nicht hoch, nee. Das heißt, wir begeben uns jetzt am besten. Wir müssen darüber. Und hier unten gibt es noch einiges für uns zu holen. Ich bin gespannt, ob wir da hinkommen. Wie kannst du es wagen? Wir müssen jetzt wohin? Nach unten und dann nach rechts, okay. Nanu? Okay, hier gibt es aber nichts für uns. Oder haben wir gerade was geholt? Das habe ich jetzt gar nicht gesehen. Nein! Nein! Okay. Wir waren schon mal in dem Gang, wo uns die Gegenstände gerade angezeigt wurden. Also vermute ich mal, wir kommen hier nicht weiter. Stimmt, hier wurden wir aufgehalten, weil wir hier nicht hochkommen. Okay, noch nicht zumindest. Das heißt, wir gehen jetzt am besten... Drüben leuchtet was in Gold. Ach stimmt, da kommen wir auch noch nicht hin. Das war da, wo wir... Oder doch nicht? Mann. So viele Wege. Nein! Genau drauf gesprungen, verdammt. So viele Wege, so viele Möglichkeiten. Komme ich so nach ganz oben? Nee, sieht nicht danach aus. Wow. Und wir haben ein Level Up. Ultra Geistermagnet. Die meisten einsammelbaren Gegenstände werden automatisch absorbiert. Oder sollte ich mal auch in die Richtung vielleicht gehen? Hm, das nehme ich mal. Wir gehen mal wieder etwas zurück.
Wie bereits in der letzten Folge angesprochen, ja, ich werde mir... Nein! Nein! Uri! Uri! Verdammt! Nein! Mann! Vorsicht! Nein, 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 raus! Was wollte ich gerade sagen? Genau, ich werde mir auf jeden Fall Zeit lassen für dieses Spiel. Ich möchte so viele Geheimnisse wie möglich entdecken. Zum Beispiel das Geheimnis des Lebens nach dem Tod. Okay, das hat jetzt schon besser funktioniert. Das ist schon wieder schlechter. Verdammt. Komm. Nein. Mann. Okay. Ich muss echt aufpassen hier. Passt, er ist auch tot. Und ich glaube, es geht hier nach unten weiter. Stimmt, okay, wir kommen hier noch gar nicht hin. Und warum wird da oben eigentlich die Zahl 4 angezeigt bei dem Tor? Ah, das ist das Tor, wo wir die Kugeln einsetzen müssen. Verstehe. Das heißt, da können wir wahrscheinlich so oder so noch gar nicht hin. Dann ist der Raum hier, den ich meinte mit dem Goldenen, aber ein anderer. Oder? Wollen wir einfach mal wieder zurück. Sorry Leute, wenn ich jetzt hin und her laufe, aber der Wald ist groß. Es ist dunkel. Und er lädt geradezu dazu ein, dass man sich verläuft, seine Orientierung verliert, sich verloren fühlt und sich irgendwann in der Dunkelheit seinem Schicksal ergibt. Aber nicht Uri. Uri hat ein Ziel vor Augen. Ein verdammt wichtiges Ziel sogar. Er muss seiner Bestimmung folgen. Okay, jetzt renne ich aber gerade schon wieder irgendwo hin, wo ich gar nicht hin will. Hier waren wir schon und hier geht's ja nicht weiter. Dornensumpf. Nochmal kurz orientieren. Okay, ich gehe mal da oben hin. Ist da weiter für uns oder bin ich hier gestorben? Ich glaube, ich bin hier elendig krepiert. Ich muss unbedingt den ganzen Angriffen so gut wie möglich ausweichen hier, um nicht wieder den Tod zu finden. Wenn wir hier speichern, alles klar. Ach stimmt, das war der Typ. Komm schon. Wow, der ist ja ziemlich anhängig. Und der ist schon wieder da. Müssen wir mit ihm vielleicht irgendwas anstellen? Vielleicht das da oben? Autsch! Ja, ich möchte mich wissen, ob ich da vielleicht da oben das Zeug wegsprengen kann. Mit dem seine Hilfe. Aber es sieht irgendwie nicht danach aus. Ich möchte es noch einmal probieren. Na, wo bleibst du? Da ist er.
Okay, das hat jetzt auch nicht funktioniert. Ah, es geht hier unten aber auch weiter. Du hast eine Lebenszelle gefunden. Die kennen wir schon. Ach, Mist. Lass mich hin. Wow. Okay, ich werde das Ding zuerst mal loswerden. Alles klar. Ist den da oben? Komm schon, bevor der andere Typ wieder auftaucht. Mist, kommen wir hier überhaupt hoch? Okay. Mann, was bist du? Wow! Mann! Das wird echt heftig hier. Der ist weg. Der ist weg. Aber der da oben, wie sollen wir das hinkriegen? Lauf! Lauf! Noch so einer. Ich werde das Gefühl nicht los, dass wir die wirklich hier in die Wand jagen müssen. Dass die uns den Weg freisprengen. Ich möchte das hier nochmal kurz ausprobieren. Mist, ich hätte speichern sollen. Aber wir kriegen das hin. Okay, wir haben gespeichert. Sehr gut. Komm schon. Nee, aber irgendwie doch nicht. Oder zumindest jetzt noch nicht. Hm. Verdammt, wir stehen vor einer verschlossenen Tür. Müssen wir hier doch irgendwie mit dem hier was anstellen? Komm schon. Ich glaube ja doch, dass wir das hier aufspringen müssen mit seiner Hilfe. Aber wie? Halte nämlich immer gegen die Wand. Hm. Autsch. Da drüben wäre ein Altar. Ich weiß jetzt nicht, ob das jetzt so ein Speicheraltar ist. Wir müssen irgendwie durch diese Wand kommen. Hm. Oder müssen wir es doch nicht? Müssen wir erst später hierher kommen. Wir lassen uns doch nicht aufhalten. Verdammt. Nochmal. Ach. Wow. Leute, das ist nicht einfach hier. Das Ganze so abzutimen, dass keiner von den Gegnern einen erwischt, ist echt schwer. Okay. Und jetzt? Hm. Okay, ich glaube, wir müssen doch in die Richtung. Oder ich habe oben wirklich was übersehen. Aber keine unserer Fertigkeiten hat uns durch diese Wände gebracht. Hm. Wir speichern mal wieder. Okay. Da müssen wir hin. Wir kommen aber jetzt noch nicht so weit. Da zu dem Goldenen kommen wir nicht. Ich werde mir nochmal das andere Goldene da drüben ansehen. Vielleicht ist es ja doch möglich, dass wir dorthin kommen.
Das heißt, wir müssen eigentlich hier nach oben. Aber hier kommen wir nicht nach oben. Nimm das. Nein! Verflucht! Die Richtung habe ich jetzt noch gar nicht geschaut. Was ist das? Ach, eine Energiezelle, okay. Jetzt haben wir schon drei, das heißt, uns fehlt noch eine, um das Tor oben zu öffnen. Ja, wir haben einen neuen Fähigkeitspunkt. Ach, okay, das ist der Speicherpunkt, der hier angezeigt wird. Verstehe. Hier unten haben wir auch so ein Energietor, wo wir 4 Kugeln brauchen. Und noch unfassbar viele Items. Ich bin gespannt, ob wir Nari, ich glaube Nari hieß, unsere Ziehmutter, wenn ich es mal so nennen darf. Ich bin gespannt, ob wir sie nochmal sehen werden. Oder Moment, nee, hier komme ich doch definitiv nicht nach oben, nee. Wir speichern mal wieder und wir verteilen gleich unsere neue Fähigkeit, neu gruppieren. Das Erstellen einer Seelenverbindung stellt eine Lebenszelle wieder her. Ja, klar. Her damit. Alles, was unser Überleben sichert, ist wichtig und gut. So, kurz nochmal die Karte beäugt. Was war hier eigentlich? Waren wir hier? Mann, ich habe echt eine schlechte Orientierung, wie es aussieht. Da hinten. Da müssen wir theoretisch hin, aber wir kommen noch nicht hin. Ich schaue nochmal in die Richtung, ist mir jetzt egal. Vielleicht habe ich ja wirklich was übersehen. Wäre nicht das erste Mal. Hier nach oben geht's nicht, okay. Hallo, du fetter Klops. Leg dich nie mit Uri an. Okay, hier waren wir definitiv schon, aber ich frage es eben, ob wir hier... Autsch! Kommen wir darüber? Nein, aber da oben wäre was. Okay, ich bin mir ziemlich sicher, dass wir irgendwann im Laufe des Spiels noch eine Art Supersprung bekommen. Oder Doppelsprung. Um eben an die ganzen Stellen zu kommen, die wir jetzt noch nicht erreichen können. Oder muss ich den Stein... Nee. Oder doch? Ich muss ihn auf jeden Fall ziehen. Ich werde kurz da nochmal herkommen, um zu speichern. Und ich habe jetzt die Vermutung, dass wir doch den Stein in die andere Richtung schieben müssen, um dort nach oben zu kommen. Schnell, schnell, Uri, schnell, schnell, schnell! Okay. Und weiter. Und stopp. Und weiter. Oh, oh, oh. Ach, Mist. Doch nicht, weil hier, genau da, wo wir jetzt sind, sind Dornen. Hätte ich vorher wechseln müssen ins Schieben? Moment, ich... Nein, nein. Schieben. Schieb weiter. Okay, von hier aus müssten wir es jetzt eigentlich schieben können. Passt. Und vielleicht können wir hier diese Dornen jetzt damit bedecken. Ja. Und weiter. Und speichern. Okay Leute, die Folge war jetzt geprägt von Orientierungslosigkeit und permanentes Absuchen verschiedener Items, die wir nicht erreichen können. Aber zum Schluss haben wir doch noch einen Weg gefunden und wie es weitergeht, das sehen wir in der nächsten Folge.
Vielen Dank fürs Zusehen. Macht's gut!